Und deswegen sind wir einfach noch mal sensibler, wenn es um die Probleme geht, die wir heute erleben, um eine völlig falsche Politik, um eine fehlende Meinungsfreiheit, ein Meinungskorsett, aus dem man möglichst nicht herausragen soll. Und deswegen sind unsere Zahlen auch ein bisschen höher. Aber auch im Westen wacht man jetzt auf, man merkt, was hier gespielt wird, was hier falsch läuft. Und deswegen habt ihr die Chance, lieber Robert, jetzt in Hessen der neue Rekordhalter zu werden im Westen. Die Meinungsumfragen sehen euch ja bei 17%. Das wäre schon ein Knaller, so viel hatten wir noch nie. 15 war das erste, glaube ich, also bisher in Baden-Württemberg, bei der ersten Wahl dort. 15,1. Und wenn wir hier die 17 erreichen sollten, wäre das schon gut. Aber es reicht mir noch nicht. Also ich wünsche euch bitteschön mehr. Ihr solltet es schaffen, vielleicht eine 2 vorne zu haben, aber mindestens solltet ihr es schaffen, diese Fesertruppen da auf den dritten Platz zu verdrängen. Ihr seid